Oh oh. Oh oh. Oh oh, verdammt, verdammt, verdammt. Wo ist der? Müssen wir hier weg? Müssen wir hier weg? Max, don't waste your power on getting busted. Oh Mann. Wo ist denn jetzt Chloe hin? Okay, raus hier. Are you shitting me? Oh oh. Dude, hide! Like when we were kids. I could use my power. Or just look for a hiding spot. Or both. Where are they? Hello? Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh. Uh oh. Oh nein. Verdammt. Bitte nicht hier lang gehen. Bitte nicht hier lang gehen. Nein, hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Oh, geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Who's here? I got a flashlight and a stick. Okay, wir müssen hier raus, glaube ich, oder? We are so invisible. Let's bail. Wow. Wow. In einem Durchgang haben wir das geschafft. Unglaublich. Wait. Turn around. They're coming. We have to find another way out. Oh, this is bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Into the car. Get in. Los, 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 los. We are so fucking awesome! Yes, we so are. Wir haben's geschafft. Abgehauen. Perfekt. Ja, der Security-Mann dürfte ja noch nicht da sein. Schlecht, so eine Amerika-Flagge als Gardine. Beide tief und fest eingeschlafen. Genau. Sollen wir ein Selfie machen? Always remember this moment. Photobomb! Photohog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school and town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off, I'm still leaving to start a whole new life.
wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. Tja, ohne diesen verrückten Mist. So, wir werden mal... Oh, das ist ja lustig. Fuck, fuck. Da auf dem Bild da oben. Keine Ahnung, was das... Oder wer... Wen das da darstellen sollte. Naja. So wiped out from last night. But it was awesome. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. What kind of criminal I've become. Last night was only the tip of the iceberg. I have to admit, it was pretty cool to take over the Blackwell gym. Today the gym, tomorrow the world. We need to step it up. We still have to be careful how I use my power. I don't want to get stuck in time. Nee, das wollen wir nicht. Okay, wir stehen mal auf. Und machen uns mal für die Schule okay, fertig. I need to get dressed now. Oh, Warren hat geschrieben, ich mache jetzt mal kurz. I love this song. Die kann ich gar nicht ausmachen. SMS, mal gucken, was er schreibt. Ich bin froh, dass du Blackwell letzte Nacht nicht in die Luft gejagt hast. Fast froh. BTW, der Drive-In, ist momentan sehr beliebt. Darum kaufe ich die Karten jetzt schon. Ich überlasse dir die Versorgung mit Popcorn. Mit anderen Worten, du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Okay, cool. Okay, gibt's hier noch irgendwas, was wir uns angucken sollen? I'm lucky David didn't bust me for acting like it was my pot. So ziehen wir uns erstmal die Sachen an. Still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. Oh, das ist nett. Oh, was ist die Pistole? Frank might think twice about messing with Chloe now, but if David finds out, shitstorm. Ja, bestimmt. Nice. Chloe put my pic on her phone. I must have proved I was worthy again. Oh, okay. Jesus. Now I am glad Chloe took that money. This guy is serious and scary. Do not fuck with me, war. Okay. Also, das ist vielleicht schon gut, dass sie das Geld genommen hat. Ich meine, dann kann sie wenigstens den Typen bezahlen. I don't think I'll be moshing today. Hm, finden wir irgendwas Tolles zum Anziehen? Okay, time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes. Just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Krass. Okay, mach mal einfach. Wir können die Zeit ja zurückspulen. Damn. You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh man, that was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Okay, jetzt weiß sie natürlich, dass wir etwas mutiger sind. Ach, wir lassen das einfach mal so stehen. Ich meine, die ist ja auch eine Verrückte. Ja, nicht schlecht. Sick, Max, a couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra? Maybe not.
Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to, wake and bake first. I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Okay, also sie dreht sich erstmal einen kleinen Joint, um abzuschalten oder keine Ahnung. Oh, was ist da? Untersuchen. The fact that she put the photo next to Rachel's is so touching. Ah, okay, das, den Schmetterling. Guck mal, ich habe gar nicht, mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir uns hier in dem Eimer gespiegelt haben. Nicht schlecht. Aha. Don't be a dummy. Cover your willy. Okay. Gentleman. Und was hat die hier? Burger. Please come back. Also eine Bürgerkarte scheint so eine Stempelkarte zu sein. Und Busticket. Sehr interessant. Gut, dass wir die Sachen durchstöbern, oder? Wow. I remember this old phone. We decorated it together. Das sieht ja lustig aus, lol. Und hier ein Einhorn, ein grünes. Sehr nice. So, was haben wir hier? Yes, I might go to hell for this, but if it saves Chloe, we'll pay it back. Somehow. Irgendwie. Ach so, genau, das war das ganze Geld. Ja, haben wir hier alles durchgeguckt, oder? So alle wichtigen Sachen, oder? Müssen wir noch irgendwas am Computer gucken? Oh, at least we haven't been identified. Yet. Polizei und Feuerwehr äußern sich zum Einbruch und Vandalismus auf dem Blackwell Academy Campus gegen 1.30 Uhr. Die Polizei hat noch nicht angegeben, ob sie bereits irgendwelche Verdächtigen haben. Okay, Ereignis: Polizei verhaftet nackten Mann mit einem Schwert am Up All Night Donuts. Was ein verrückter Mann. Er wird ohne Kaution bis auf Weiteres festgehalten. Okay. Polizei und Feuerwehr, Einbruch und Vandalismus. Das waren doch nicht wir, oder? Wir haben doch nicht, vandaliert. Thank God, she's okay. I wonder when I can visit her. Blackwell-Schülerin in stabilerem Zustand. Nach einem öffentlichen Selbstmordversuch ist quasi Kate, okay, sie ist wieder in einem stabileren Zustand. Das ist natürlich sehr gut. Okay, war doch gut, dass wir da mal reingeguckt haben. Das sind ja schon wichtige Informationen. Oh, was haben wir hier? Eine Kiste mit Bildern. That was my 10th birthday. I didn't know Chloe kept this stuff. Lustig, da hat die ja noch lange Haare gehabt, also Chloe. Okay, gut, ich glaube, hier haben wir alles. Dann lassen wir sie mal in Ruhe ihr Ding drehen und wir gehen mal runter. Oh my God, that smells so amazing. It's like when we were kids here. So, wir haben eine SMS von Max. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir auf dem Dach deine helfende Hand gereicht hast. Du warst die Einzige an der Schule, die für mich da war. Die Einzige, die sich wirklich Sorgen gemacht hat. Ich muss glauben, dass du geschickt wurdest, um mir Hoffnung zu geben. Du hast so viel mehr als das getan. Mein Vater ist auch sehr dankbar. Wir werden dich für immer in unsere Gebete einschließen. Liebe und Gottes Segen, deine Freundin Kate. Hey Kate, ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich werde dich besuchen, sobald ich kann. Versprochen. Sehr gut. Alles klar, da haben wir wieder alles. Hat sich zum Guten gewandt. Müssen wir im Badezimmer eigentlich noch irgendwas machen? Ein Vogel? No way. That's the bluebird I saved Monday in Joyce's room. Warum, was macht der denn immer noch hier? Lustig. Chloe has had this damn dirty pirate towel since we were kids. Serious flashback. Sehr gut. Okay, dann putzen wir uns einfach mal die Zähne. What's ironic is I always hated it when Chloe used my toothbrush. Okay, Fräulein, das ging aber ein bisschen zu schnell, oder? Okay, dann einmal das Gesicht.
waschen. Feels so good to wash my face after all that chlorine and hiding. Anscheinend haben die sich nach dem. Was ist das? I haven't gone through a dyeing my hair blue phase yet. Maybe it's time. Ja, genau, mach das doch. Färb deine Haare blau. Können wir mit dem Vogel noch irgendwas machen? Mal die Zeit zurückspulen, was passiert dann eigentlich so an. Okay, jetzt ist das so, als hätten wir quasi unser Gesicht nie gewaschen. Komisch. Naja, gut. Das war einfach mal so, um das. Ich wollte es mal ausprobieren. Machen wir mal ein Selfie. Sehr schön, sogar bei Steam eine Errungenschaft freigeschaltet. Okay, was haben wir hier? I better not go in there. David might be in bed. Ah, okay, das Schlafzimmer. Nee, da wollen wir nicht rein. Da wollen wir nicht rein. Also gehen wir einfach mal lieber runter. Sollen wir mitsingen? Da, 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 da. Hallo. Guten Morgen. Ich habe Hunger. Good morning, Joyce. Rachel. I mean Max. Oh, you startled me. Well, you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Oh, Pfannkuchen, Eier mit Speck ist ja beides mega, ne? Also am liebsten zuerst Eier mit Speck und dann als Nachtisch Pfannkuchen. Aber ich nehme erstmal Eier mit Speck. Eggs and bacon all the way. Remember when you guys would sleep in until I yelled out, wakey wakey, eggs and bakey. Totally. We'd wake up so fast. So this time you can help me with the ingredients. I need you to grab me the actual eggs and the bacon. Klar, kein Problem. I can handle eggs and bacon. Gut, dann wahrscheinlich im Kühlschrank. I should evolve and become a vegan, but bacon. Naja gut, ob das jetzt weiterentwickeln ist und man Veganer wird oder man für sich selber sagt, okay, ich esse einfach weniger Fleisch, um dieser Massentierhaltung entgegenzuwirken, ne? Um einfach mal dieses Thema mal ganz kurz anzuschneiden. Also ich bin auch eher so einer, der gerne Fleisch isst, aber mittlerweile immer mehr versucht daran zu denken, also weniger Fleisch zu essen, um halt wirklich das ja halt einzuschränken, weil es auch nicht so gesund ist, ne, wenn man das jeden Tag machen würde. Okay, gut. Come on, Max, find those ingredients so we can chow down. Hä, hab ich das jetzt? I love that they still have the same refrigerator. Verdammt, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was sie gesagt hat. Wo soll man denn die Ach, im Keller, ne, bestimmt. Weil Hühner werden sie wohl nicht haben. Oh, was ist das? Who drinks beer this early around here? Ah, David scheint schon zur Arbeit gegangen. Oh man, I don't want to be famous for this. Flash Snow and Freak. Ne, der Unabhängige. Kurzer Schneeschauer und außergewöhnliche Sonnenfinsternis. Kommt bald die Apokalypse. Superheldin rettet suizidgefährdete Blackwell-Schülerin. Sehr interessant. Okay, draußen haben die keine Hühner wahrscheinlich. Also müssen wir mal in den Keller gehen, ne? Denke ich mal. Oder war das hier hinten die Garage? Oh, jeez. Can you help me get this bird out of here? Klar. Wo ist er denn, der Vogel? Ach, da ist er ja. Ja, okay, dann mache ich doch einfach mal die Schiebetür auf. Okay, das war jetzt nicht das, was ich wollte. Die Schiebetür sollte eigentlich einfach aufbleiben.
erschrecken. Bird, be gone. Fly, you fool. Macht aber natürlich alles keinen Sinn. Ah, guck mal, der wäre da fast rausgeflogen. Wir drehen mal kurz die Zeit zurück. So, und jetzt öffnen wir nämlich das Fenster. I keep expecting to see the sky turn red. Ja, und dann die Apokalypse kommt, genau. So, jetzt können wir den erschrecken. Perfekt, dann haben wir das schon mal erledigt. Brauchen wir also jetzt nur noch Eier und Speck. Dann gehen wir mal hier rein. Auch nicht. Da sind doch Eier. Wieso? Ach, da ist der Einkauf. The eggs always come first, as Joyce used to say. Was haben wir denn hier? This might be the one time these people are right. Das Ende beginnt jetzt. Ignorierst du immer noch seine Warnungen? Hast du den Schnee verspürt? Die Sonnenfinsternis erlebt? Die Tiere sterben sehen? Diese die Zeichen. Arcadia Bay ist das letzte Schlachtfeld des Pazuzu. Aha, okay. Jesaja 66, 15 bis 16. Ja, steht, der Herr kommt wie das Feuer heran. Wie der Sturm sind seine Wagen, um im glühenden Zorn Vergeltung zu üben. Und er droht mit feurigen Flammen, ja mit Feuer und Schwert, der Herr, hält der Herr Gericht. Rette heute deine Seele, bereue. Okay, ein bisschen fanatisch, aber okay, jeder sollte ja seinen Glauben haben, ne? Ich glaube, die Fotos hatten wir uns schon angeguckt.